Christian Dorz machen. Pizarro!
Fußball im Herzen trägt, schon so lange bei uns und auch einer meiner Lieblingsspieler, weil er einfach da ist, wenn man ihn braucht. Unsere Nummer 5, Daniel van Voorhis! Der Mann kam zu Beginn dieser Saison aus Wolfsburg. Und dann kommt er hierher zum SC Bayern München, reißt sich, Entschuldigung, den Arsch auf, schießt wahnsinnig viele Tore. Was für ein Einstand. Unsere Neuen, Mario Mandzukic. Was war das für ein Getöse? Verpflichtet wurde. Da gab es in Deutschland nur ein Gesprächsthema. Ja, bist du deppert? Er hat gezeigt, was er kann. Und ich bin so froh, dass er bei uns ist. Und das Beste wird noch kommen. Ich bin mir sicher. Muy bien. Señores y señoritas. Unsere Nummer 8. Javi Martinez. Das wissen wir alle, einer der großartigsten Fußballer in diesem Lande. Was hat er für tolle Leistungen gebracht? Was hat er für Tore geschossen? Er ist wieder auf dem Weg der Besserung nach seiner Verletzung. Aber es ist auch dein deutscher Meistertitel, unsere 39, Toni Kroos! Der Mann hat nur einen einzigen Fehler, ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht ein Nachteil, dass er nicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen kann, weil er aus Österreich kommt. Na, bist du Leber? Bussi, bitte danke, ich liebe ihn, unser David Alaba! Aber er ist wieder auf dem Weg der Besserung, er wird zur neuen Saison wieder voll einsteigen. Er ist einer der besten deutschen Abwehrspieler, er ist ein Bayer, er ist unsere Nummer 28, Holger Badstuber! Ich brauche noch ein Synonym für Tor beim FC Bayern München. Der Mann ist erhaben über jeden Zweifel. Wenn er spielt, trifft er. Und das so oft in den letzten Jahren. Und wir haben ihm viel zu verdanken. Glückwunsch zu diesem Meistertitel. Unsere Nummer 33, Mario Gomez! Auch er kam neu zu Beginn dieser Saison aus einer kleinen Stadt namens Mönchengladbach. Und ich glaube, er hat sich das in seinen kühnsten Träumen auch nicht träumen lassen, dass er so eine Saison hinlegt. Stammspieler von Anfang an. Es gibt schon seine Frisur als Perücke. Sehr beliebt. Ihr wisst, von wem ich rede. Tutumel, Tutumel. Unsere Nummer 4. Danke! Er ist einer von uns, er ist ein Bayer. Er kommt aus Oberbayern, aus Pel. Er kommt aus der eigenen Jugend und ist mittlerweile einer der bekanntesten und besten Fußballer der Welt. Was soll ich denn noch sagen? Unsere 25, Thomas! Auch dieser Mann, wenn er am Ball ist, dann haben die gegnerischen Abwehrreihen Angstschweiß auf der Stirn. Und womit? Mit Recht. Thomas, pass auf, hast die Schale gefallen. Meine Damen und Herren, ich glaube, nie war er so wertvoll wie heute. Auch was die kommenden Aufgaben angeht. Die Nummer 10 beim FC Bayern München, Ayer!
geht nicht. Wir wussten ja schon immer, dass er eigentlich der Beste ist. Aber dass er dann so überhaupt kein Tor zulässt oder eine lächerliche Anzahl von Gegentoren, dass er der Garant ist von diesem Erfolg, das ist doch unbestritten. Es ist seine erste Meisterschaft. Wir freuen uns alle mit ihm. Gut, dass du bei uns bist. Unsere Nummer 1, Manuel! Gesagt haben wir Bayern, wir können so stolz sein, weil in unserer Mannschaft auch so viele Spieler spielen, die aus der eigenen Jugend kommen, die ihr Weg in Bayern gemacht haben, hin zur Weltspitze, dann ist er das beste Beispiel. Mittlerweile schlägt sich jeder Verein der Welt alle Finger nach ihm ab, aber wir gehen ihn nicht mehr. Look.
zusammen wieder. So, last but not least, wenn man so schön sagt, zu guter Letzt. Er ist der Kapitän dieser Mannschaft. Er ist der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er ist gebürtiger Münchner. Er ist Bayern München. Er ist deutscher Meister. Unsere Nummer 1.